Lieben! Hallo Leute! Ja, wir haben mal ein bisschen Brainstorming noch gemacht vor der Reise und uns da noch ein paar Sachen eingefallen. Ja. Also im Alltag geht ja einiges unter und haben noch so eine To-Do-Liste hier gemacht. Da ist sie. Schon wichtig. Was wir noch alles noch so brauchen. Ja, wir sind ja gerade sonst häufig mit dem Bus und den Baumarktterminen halt zu sehen gewesen. Und über den Tag sind da immer so ein paar Dinge, die man noch wichtigerweise halt für die Reise ja benötigt. Und das ist cool, da hat Juni mal so eine Liste zusammengestellt, dass man eben da ja die Bauteile für den Bus, das seht ihr ja und wisst ihr ja, da seid ihr aktuell immer dabei. Dann gibt es auch noch ein paar Anmeldethemen. Genau. Jamies Reisepass läuft nämlich ab und da müssen wir heute mal noch schnell hin. Ja. Ist nämlich voller als voll das Ding und auch abgelaufen bald. Und dann müssen wir heute mal nochmal einen neuen beantragen, dass wir auch Jamie mitnehmen können. Genau. Weil er sonst ein bisschen blöd, wenn er an einer Fähre steht und nicht mit kann. Ja, der Räuber, der ist ja schon überall in der Welt gewesen, da ist so ein Reisepass schnell voll. Und wir haben ja gemerkt, obwohl wir ja in Spanien und EU sind und Schengen-Abkommen eigentlich ja nicht mehr so die Ausweisdokumente brauchen, brauchen wir trotzdem für die Fähre, für die Kinder ja einen Ausweis. Ja, klar, für uns reicht der Personalausweis, aber für die Kinder brauchen wir ja Nachweis. Wir haben sonst keinen anderen Ausweis und deswegen müssen wir nochmal. Genau. Und da muss man schnell so einen Express-Reisepass, der geht ja dann halt relativ zügig. Genau. Da musst du nachher mit Jamie mal hin, ja, dass man das halt macht. Aber der Bus muss auch noch angemeldet und versichert werden. Wie gesagt, wir hatten ja erst aus Stuttgart nur geholt. Machen den jetzt schick. Und da muss er jetzt die Woche oder kommende Woche noch angemeldet werden und versichert werden. Dann ist die Seite auch rund. Genau. Auf der Seite. Und so ein paar Dinge technischer Natur. Genau, haben wir gesagt, so unsere kleine Allegria ist vielleicht ganz toll, aber hat auch schon ein paar Kratzer jetzt abgekriegt. Muss man mal kurz zeigen. So ein bisschen. Einmal abgestürzt. Und auch wegen dem Wind auf den Kanaren haben wir gedacht, da brauchen wir noch eine bessere Kamera, die ein bisschen den Wind ab kann. Ja. Dass wir da auch schöne Videos am Strand machen können für euch. Genau. Und da haben wir noch eine Panasonic gestern bestellt. Jetzt haben wir noch ein Mikro und so, genau, eine Schutz, externes Mikro noch oben drauf und einen Windschutz, damit dann wirklich auch nicht wir. Wir hatten in Sardinien so schöne Videos auch am Strand gemacht mit schönen Statements, genau, und Untergangs, Meer hinter uns, aber es war alles total. Konntest du nicht hören. Konntest du nichts verstehen, nee. Wellen und das ist der Wind. Der Wind vor allem hat dann das Rauschen so stark drauf gewesen. Das wollen wir natürlich diesmal vermeiden, dass ihr auch dabei seid, wenn wir schön im Sunset sitzen und noch so ein paar Dinge von uns geben. Das ist dann natürlich schön und deshalb auch ein Windschutz, den wir damit drauf haben. Mhm. Und ebenso Equipment, Kabel, Laptop, externe Festplatte, ja, das alles, was wir so brauchen als Digitalnormal. Klamotten sind egal, aber diese Sachen echt wichtig. Wir bereiten ja auch gerade einen Online-Kongress halt vor. Dafür braucht man natürlich auch Equipment, brauchen Online-Konnektivität, was auf den Kanaren ja ganz gut ist. Da sind auch viele Coworking Spaces, genau, da kann man sich mal einbuchen, wenn man wirklich jetzt für ein Interview mal Kapazität braucht und dergleichen mehr. Aber wir müssen halt unser technisches Equipment ja dabei haben, um da auch weiterzukommen. Und ich war schon fleißig am Shoppen für die Kids, weil es ist ja krass, wie schnell die Kinder wachsen, ne? Vom Sommer jetzt, im September. Mal Jamie in die Hosen gesteckt, hat nicht mehr gepasst. Ja. Habe ich dann im Internet zum Glück mal alles noch, weil im Winter ist ja schwierig für die Kids was zu finden in den Läden. Aber dann haben wir noch ein paar Sachen gekriegt für die Kids. Ja, können wir vielleicht gleich mal zeigen schon, was ja, du schon Schönes zusammengestellt hast. Nur das Notwendigste halt für die Kinder, für uns ja auch, da reicht ein gut, paar. Gut, die Kids brauchen ein bisschen mehr, ja, unsere Kids vor allem. Da geht schon mal was daneben halt so unterwegs. Am Tag einmal um und so. Gut, am Beach ist ja das Schöne, braucht man ja wenig. Und da ja, hat man seine Badehose an und der Rest ist egal. Ja, aber Julie schafft es, ein Shirt zu versauen, das kriegst du immer sauber dann. Ja, ja. Gut, und für uns selber braucht man ja nicht so viel, das haben wir schnell zusammengestellt dann am Ende. Ja. Ein paar Shirts, ein paar Shorts und ab geht die Post. So, da war die Kamera gerade voll. Ja, wir machen so viele Filme, da war die ja, Kamera voll. Da war sie voll. Nee, aber wie gesagt, da haben wir jetzt schon ein paar Sachen zusammengestellt. Juni hat ja schon wirklich mal aussortiert, das, was man braucht. Und das können wir euch gleich mal zeigen, so im Groben, was wir dann halt da für die Kids schon dabei haben. Und für uns selber, das geht ja schnell dann. Ja. Da sind ein paar Flux und haben das in den Bus geschmissen. Ja. Dann passt das zusammen. Vom Bus wird es jetzt demnächst dann erstmal nur noch ein Update geben, wenn wir wirklich so gut wie alles drin haben, so dass er nicht denkt, hier jetzt jede zwei Tage eine Schraube, kann man den sehen, genau. Wenn wir den soweit fertig haben, dann ist das auch soweit, dass er den dann sehen könnt, wie wir losziehen in etwa. So ein paar Organizer noch. Ja, muss man einpacken auch, ne? Kann ja, man so eine Packliste vielleicht auch machen, das ist auch ganz spannend. War zu spannend, was wir mitnehmen für eine Packliste auf unsere Campingtour, die ist sicherlich etwas anders, als auch häufig sonst der Fall ist.
Und last but not least hat unser Wauwau ja auch noch einen Termin. Ja, die ist nochmal fällig am 10. Genau. Und ja, ich habe auch noch ein kleines... Du hast auch noch ein Shooting, genau. Ich habe noch ein Shooting, da muss ich nochmal nach New York für ein paar Tage. Deswegen verschiebt sich nochmal um 5 Tage. Aber dann endlich los. Ja, aber da kannst du ja auch mal vielleicht ein paar Bilder zumindest machen, ja, wenn du da unterwegs klar, bist. Dann haben wir da auch mal ein paar schöne Bilder aus New York. Ja, auch noch ein bisschen die Kasse mit rein ins Spiel. Das ist ja wir bleiben dann hier schön hocken und gucken uns die Welt an. Und dann geht's aber los. Dann geht's los. Nach dem Termin gibt's dann kein Halten mehr. Dann geht's ab Richtung Süden, der Sonne hinterher. Ja. Und dann auf die Insel. Mal gucken, wen wir da so Spannendes treffen. So 2, 3 Bekannte sind ja da mittlerweile schon auf der Insel. Und da werdet ihr dann sicherlich auch das ein oder andere Video sehen. Wir haben ja auch eine Facebook-Gruppe für die Kanarentour 2017. Stimmt, da sind auch mittlerweile 23 Mitglieder drin, die sich auch alle so ringsrum um Campingtouren auf die Kanaren interessieren. Also wer da Interesse hat, auf unserer Facebook-Seite Kanarentour 2017 gibt es auch immer die automatischen Updates, wo wir jetzt gerade oder wo wir gerade stehen. Auch und wenn wir unterwegs sind und 2, 3 Termine oder Interessenten, mit denen man sich dann auch mal zwanglos treffen kann auf den Kanaren. Ja, das wäre gut. Das haben wir da auch andere schon. Camper-Families genau. zu treffen. Genau. Der Stavros, habe ich gesehen, der hat uns schon geschrieben. Hallo, wir sind noch nicht da. Wir kommen das erst. Dauert aber noch ein bisschen. Genau. Ich hoffe, du bist dann auch noch da mit deiner Familie und wir sehen uns dann da auf der Insel. Halt live und in Farbe. Ja. Ne? Okay, dann vielleicht dann mal die Sachen mal. Zeigen. So, ich habe hier mal so einen kleinen Haufen vorbereitet. Die Klamotten für die Kids. Ein paar lange Sachen für die Kleine. Kleidchen, lange Hosen, kurze Sachen, Schwimmsachen, ein kurzes Shirt. Dann für Jamie feste Schuhe, Flipflops, T-Shirts, Shorts, Badeshorts, Muscles, ja. Und das ist auch schon alles. Noch mal Sachen hier, unsere coolen Longboards, coole Hängematte, die kommt auch mit, noch ein bisschen Beach-Stuff und ja, für uns da nur ein paar. Ja, für uns reicht ja eine Badehose. Ja, stimmt. Badehose, Badehose, ihr seid ja gar nicht, was sonst noch dort unterwegs zu sein, dass man nicht so viel Klamotten mit sich umträgt und nicht ins Meer springt. Da gibt es ja auch meistens noch irgendwie Shops, wenn noch irgendwas irgendwie doch mal ein bisschen kühler wird, da kann man es noch eine Strickjacke kaufen oder so. Ja, man schmeißt dann wenn noch zwei so eine Softshelljacke oder so. Ja, die werden auch schon gegen so gut. Selbst im Sommer dann ab und zu mal abends so. Ja, dann kann man die hinten reinschmeißen, die nehmen nicht viel Platz weg. Auch so vom Grundsatz bleibt man nicht viel. Das stimmt, ja. Man neigt dazu, immer zu viel mitzunehmen, für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, die dann nicht eintreten. Insofern haben wir diesmal wirklich schon geguckt, dass es nicht zu viel wird, dass man wirklich die notwendigen Dinge hat. Und wir sind die Kinder mal eben ein bisschen mehr, weil die versauen sich halt eben, ja. wenn man dementsprechend hat. Und auf Sardinien waren wir ja auch 2x waschen, insofern kann man das zur Not ja auch nochmal wieder anlaufen. Ja klar, das werden wir da auch machen, sicher, weil wir ja ein bisschen länger bleiben. Und dann zack, auf unsere Bettwäsche, die müssen wir auch haben, dann müssen wir das mal reinschmeißen. Und dann alles wieder schick ist. Ganz genau. Und ja, dann haben wir noch eine Packliste und dann sich auch noch ein paar Sachen zeigen, wo euch dann noch was einpacken. Ja, und dann geht's da los. Gleich müssen wir uns ein bisschen sputen, dann geht's zum Bürgerhaus, den Pass machen. Genau. Und ja. Ich will nochmal ganz kurz nochmal zum Baumarkt ein paar Schrauben besorgen. Die hätte ich nicht in der Größe da, aber ansonsten sind wir da eigentlich recht à jour, was wir an Material brauchen. Das ist ja nicht so viel, dass wir da jetzt dann halt auch mal fertig sind. So geht's aus. Gut. Na gut. Dann bleibt schön neugierig. Genau. Wir liefern euch die Geschichten denn dazu. Mal gucken, wie die neue Kamera dann ist hat. So ein bisschen eine Überlegung hat man noch für eine Drohne, so eine Phantom 4. Aber das sprengt im Moment so ein bisschen den Arm. Ja, das ist wirklich geil. Wir haben super geile Aufnahmen, gerade so Kanaren. Natürlich super futuristisch. Und das ist echt. Falls einer so ein Teil zu Hause rumliegen hat und nicht weiß, was er damit tun soll, wir nehmen sie gerne mal 2, 3 Monate mit und machen ein paar coole Bilder und bringen sie zurück. Das wäre natürlich mega, Geschichte. Mega geil, aber wir sind ja ganz viel damit um. Okay, dann sind dann die Tage wieder mehr. Ja. Und viel Spaß euch bis dann. Ja, bye bye. Ciao.